Ja, hallihallo, Freunde, da sind wir wieder bei Ankh 3 und wir machen jetzt hier weiter. Wir sind im Kapitel 5 angekommen, ebenso sind wir angekommen im Hotel der Götter. Und ja, ich bin gespannt, was jetzt hier alles auf uns wartet. Wir schauen uns erstmal um. Hier ist das Reisesandguthaben eines jeden Gottes gespeichert. Aha. Hier ist das Reisesandguthaben eines jeden Gottes gespeichert. Faszinierend, Captain. Okay, was haben wir hier? Nordischer Bereich. Guten Tag, werter Herr. Und willkommen beim Konferenzraum der Wikingergötter. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Ich möchte hier durch. Sie sind Ägypter, kein echter Nordmann. Bitte begeben Sie sich in den für Sie reservierten Bereich. Ach du liebe Zeit. Schon wieder alles kommen. Was? Guten Tag, werter Herr. Oh. Und willkommen. Ja, ja, ja. Endlich. Wie nett. Naja, okay. Was haben wir hier? Weinkeller, okay. Verschlossen. Was haben wir hier? Die Mumie! Ha! Mit George. Willkommen im heiligen Hotel. Ich hoffe, du wirst einen angenehmen Aufenthalt in unserem bescheidenen Etablissement verbringen. Wie kann ich behilflich sein? Hatte der gerade einen Wackler oder was war das? Wo melde ich mich zum Kampf der Götter an? Die Tür dort drüben führt zum ägyptischen Bereich des Hotels. Dort findest du den Schiedsrichter, der deine Anmeldung entgegennimmt. Einen guten Tag wünsche ich noch. Was ist das alles? Guten Tag, Werter. Ja. Bist du nicht die Mumie, die ich mal unterhalb der Sphinx getroffen habe? Ja, das stimmt. Du hast mich ausgetrickst und mein Portal zur Unterwelt benutzt. Naja, ich hatte es wirklich eilig. Und dann hast du Osiris verärgert. Und er hatte schon wieder keine Lust, mich endlich in der Unterwelt aufzunehmen. Den habe ich noch öfter verärgert. Aber jetzt sind wir fast Freunde. Und als er sich endlich bereit erklärt hat, sich diesen bürokratischen Fehler anzunehmen, tja, da begann der Kampf der Götter. Und die werten Damen und Herren wollten unbedingt den gleichen Hotelier wie vor 1000 Jahren vorfinden. Die Hotelleitung war aber etwas erschreckt, dass ich mich nicht ganz so gut gehalten habe wie die Götter. Wenn man so will, wurde ich also schon wieder Opfer eines Planungsfehlers. Oh Gott, der Arme. Okay, das hatten wir schon. Naja, okay. Aber es ist auch wieder immer lustig zu sehen, dass die Bewegungen der einzelnen Figuren immer dieselben sind. Und vor allen Dingen, dass sie sich in den ganzen Spielen nicht geändert haben. Momentan brauche ich nichts, danke. Okay. Ah, ich will ja immer mit Tastatur spielen. Nee, wir gehen mal hier lang. Ich will hier lang. Wo geht's denn hier lang? Was? Kammer? Das ist eine Tür. Nein! Verschlossen. Na, verschlossen. Inka-Bereich, okay. Guten Tag, werter Herr. Und willkommen beim Konferenzraum der Inka-Götter. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Ich möchte hier durch. Sie sind Ägypter, kein Inka. Bitte begeben Sie sich in den für Sie reservierten Bereich. Ah. Ein wenig frustrierend. Naja, okay, gut. Dann denke ich mal, bleibt jetzt nichts groß anderes mehr übrig, wo wir jetzt hingehen können. Außer zum Ägypterbereich, der hier wohl links ist. Ja, ägyptischer Bereich. Guten Tag, werter Herr. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Ich möchte hier durch. Als Ägypter können Sie das Zimmer selbstverständlich betreten. Glück gehabt hier. Einen guten Tag wünsche ich noch. Zimmer? Ja, dann mach mal. Bitte treten Sie ein. Wir hoffen, Sie werden einen angenehmen Aufenthalt haben. Ja. Nee. Schaut mal, wer ist das denn? Kann das wirklich sein? Hey, Leute, ich bin zurück. Das ist doch... Ankh, altes Haus. Wie ist es dir ergangen? Du steckst doch nicht im Ernst seit der Abschlussfeier vor 1000 Jahren in diesem Ding fest. Und ob. Und es geht mir tierisch auf den Geist, kann ich euch sagen. Aber deshalb werde ich jetzt den Kampf der Götter gewinnen und dann wieder frei sein. Ja, ja. Hallo. Auch schön, euch kennenzulernen. Ankh.
Dein Träger kann ja sprechen. Ja, warum hast du ihm nicht die Zunge herausschneiden lassen? Zunge herausschneiden? Ihr seid witzig. Du nennst das witzig? Na klar. Wie soll man jemand die Zunge herausschneiden lassen, wenn man in ein dämliches Ankh verbannt wurde? Schon seit Monaten muss ich mir sein unqualifiziertes Geplapper anhören. Wann hab ich jemals etwas Unqualifiziertes gesagt? Also zuerst mal hast du deinen Freunden bei der verbotenen Party in der Pyramide deines Vaters gesagt, niemand bräuchte sich Sorgen machen. Und schwupps, hattest du einen Todesfluch am Hals. Das stimmt allerdings. Das hast du damals mitbekommen? Na klar, durch die Sarkophagtür hindurch. Und dann in der Unterwelt, als du vor Osiris gestanden hast. Da hast du die Situation völlig missverstanden und wolltest mich an Osiris ausliefern. Also, da konnte doch wirklich niemand durchblicken. Später dann lagst du völlig betrunken in der Gosse und als mich zwei Schurken geklaut haben, hast du nur gelallt. Nehmt ihn nur mit, den hässlichen Flaschenöffner. Also wenn das nicht unqualifiziert war. Echt? Das habe ich gesagt? Kann mich gar nicht dran erinnern. Wundert dich das bei dem Zustand, in dem du warst? Und schließlich dann wolltest du beim Pharao vorsprechen und hast gar nicht gemerkt, dass der untote Dinar vor dir steht. Und hast dich vom untoten Dinar in die Wüste schicken lassen, anstatt mal Alarm zu schlagen. Moment, da hingst du doch gar nicht um meinen Hals. Woher weißt du das? Hab ich gehört. Hat sich rumgesprochen. Also gut, ein paar unqualifizierte Kommentare waren dabei. Siehst du? Und du hast mich schon tausendmal einen Flaschenöffner genannt. Nur zu deinem Schutz? Das sagen sie alle. Ihr hattet wohl schon viel Spaß miteinander. Macht's euch doch erstmal bequem, bevor die Qualifikation losgeht. Leider seid ihr etwas spät. Ihr habt die Begrüßungsfeier verpasst. Hä? Aus dem südlichen Afrika. Was ist damit? Oh Gott, wo sind wir denn jetzt hier? Und was können wir hier machen? War es nicht das nördliche Afrika? Bin mal gespannt, was da drunter ist, wenn es offen ist. Anubis, Isis, stimmt. Schiedsrichter? Hallo! Hallo, bist du der Schiedsrichter? Wieso fragst du das? Sieht man das nicht? Doch, natürlich. Ha, er hat sogar schwarz-weiß hier am Hals. Wie läuft das mit dem Kampf der Götter ab? Ganz einfach. Zuerst kommt die Qualifikation. Wer die gestellte Aufgabe nicht lösen kann, wird für den eigentlichen Wettkampf überhaupt nicht zugelassen. Bist du bereit für die Qualifikation? Ja, klar. Wir sind bereit. Schön. Deine Aufgabe ist es, den Weg durch das Labyrinth der 1000 Wege zu finden. Du wirst in einen geheimen Raum gelangen, aus dem du mir diese Karaffe hier mit einem sehr erlesenen Wein bringen musst. Der Wein stammt aus der bekannten Gegend El Ambrosco in Nubien. Bringst du mir genau diesen Wein, hast du die Qualifikation bestanden. Und los geht's! Ach nee, ich wollte doch noch mit den anderen reden. Was ist das denn für ein Raum? Oh Gott, wer ist das denn? Oh wei. Das wird nicht einfach. Ach du liebe Zeit. Hä? Wow, was zur Hölle ist das denn? Auf dem Kopf? Ach du Scheiße. Was ist das denn? Was? Klappe? Was ist das? Sandstein? Okay, den haben wir schon mal. Und nun, was hat's hier? Eine handelsübliche Klappe. Nicht so Klappe, geöffnet. Der Sandstein hat sie kaputt gemacht. Mit denen kann ich nichts mehr anfangen. Hä? Ziemlich porös.
Den soll ich jetzt damit ziemlich porös benutzen, oder was? Sand ins Getriebe gestreut, könnte man sagen. Aha. Und was jetzt? Jetzt kann ich hier die Treppe hoch, oder was? Nein, kann... Wie komme ich da wohl hin? Kann ich nicht. Ah, Moment mal, da hinten ist ja... Oh, was ist das? Boah, habe ich mich erschrocken. Hä, wo bin ich denn jetzt? Hallo? Ach, da oben! Hä? Wie, ach, jetzt kann ich hier mit dem reden. Unangemeldeter Besuch? Jetzt haben wir gar keinen Kaffee aufgesetzt. Du hättest wenigstens vorher mal schreiben können. Oh Gott. Wo ist oben und unten? Was für eine blöde Frage. Unten ist, wo der Kopf oben ist. Sieht man doch. Ja, natürlich. Wer bist du? Wir sind ein Gott. Gott? Wovon? Zugegeben, das habe ich vergessen. Wie kann man vergessen, wovon man der Gott ist? Dann schau dich mal um, Jungchen. Hier vergisst man, wo einem der Kopf steht. Wie soll man sich dann erinnern, wofür der gut ist? Aha. Bist du der Gott der Schwämme? Oh, das wüssten wir aber. Bist du der Gott der Götterspeise? Schön wär's. Bist du der Gott der Gottlosen? Glaube nicht. Bist du der Gott der Krümel, die man morgens im Augenwinkel hat? Damit haben wir nichts zu tun. Mir ist egal, wovon du Gott bist. Ich bin im Auftrag eines Gottes unterwegs. Welcher denn? In meinem Auftrag. Er ist meine Marionette. Hey, ich hab dich in der Hand. Mein Geist ist älter und stärker als deiner. Trotzdem kannst du nichts tun, außer an meinem Hals zu hängen. Könnt ihr mal die Klappe halten? Wir hören uns selbst kaum noch denken. Wir? Wir? Ja, wir. Ich zähle nur ein. Dich. Er ignoriert dich. Was? Na gut, also Robert verzeiht dir. Robert? Robert ist mein bester Freund. Naja, mein einziger. Ohne seine Gesellschaft wäre ich in der Einsamkeit hier völlig verrückt geworden. Was? Das wollte ich gerade sagen. Robert sagt, er habe die größte Saugkraft des Universums. Hängt er da an dem Stuhl fest, oder was ist das? Was? Der Schwamm ist Robert? Natürlich. Siehst du hier eine andere Person außer ihm? Ganz sicher nicht. Nimm Bob der Schwamm. Bob der Baumann. Fass meinen Freund nicht an. Mann, sehe ich heute wieder gut aus. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Oh nein! Was? Moment mal, komme ich da hin? Ja, da komme ich hin. Soll ich jetzt meinen Monitor ja umdrehen, oder? Aha, okay. Was haben wir hier? Altar. Die Oberkörper können vertauscht werden. Aha. Was da wohl ausschlüpft? Egal, ich will es haben. Die Oberkörper können vertauscht werden. Die sind viel zu fest. Okay. Aha. Wenn die Oberkörper vertauscht werden können und der hier so komische Arme hat. Ja, Freunde. Ich, hab hier so eine Ahnung. Das machen wir aber erst im nächsten Teil, denn die Zeit ist wieder einmal erreicht. Also, freut euch und seid gespannt, wie es hier weitergeht. Bis gleich, NRW bei 18. Adieu.